E-Mail von Sebastian Vidal. Hi there and thanks for your interest in Northgard. Was zur Hölle ist Northgard und wo soll ich angeblich mein Interesse bekundet haben? Bla 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 bla, Beta, hier ist dein Key. Wenn Probleme hast, meld dich. Kein Embargo, keine Restriktionen. Feel free to record and stream as much as you want. Thanks again and enjoy the game. Jo ihr Lieben, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Kategorie E-Mail-Games. Denn wir YouTuber, wenn man eine gewisse Größe hat, kriegt man immer irgendwelche Spiele per E-Mail zugeschickt, so wie jetzt dieses hier. Von wegen, hier ist ein Key, viel Spaß. Und das machen natürlich gerade kleinere Teams und so, die dann hoffen, dass eben größere YouTuber vielleicht mal das Spiel vorstellen und so erreicht man eben Leute. Es ist ja auch vollkommen legitim. Und ich hatte vor einer Woche ein kleines Spiel bei meiner Geschäfts-E-Mail einen Steam-Key drin, nämlich Northgard. Hat mir gar nichts gesagt, habe ich mir angeschaut und sieht von den Bildern her so ein bisschen aus wie Banished, Siedler, ja, Anno eigentlich nicht, so in Richtung Siedler, Banished irgendwie, so diese Richtung. Also so Aufbaustrategie, wo ich eigentlich voll der Typ für bin. Insofern schauen wir uns das jetzt an, also da wird nichts bezahlt. Wenn das Spiel kacke ist, dann werde ich das offen und ehrlich sagen. Okay, man muss natürlich dazu sagen, das ist eine Open Beta oder Alpha oder so, also es ist noch nicht fertig, das Spiel. Das Einzige, was wir machen können, ist Einzelspieler. Nehmen wir uns Walle, würde ich sagen, oder? Passt doch jetzt, weil ich so heiße. Farbe nehmen wir Rot, wir sind aggressiv und kriegerisch, wir machen Rot. Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, machen wir mal, um das Spiel erstmal kennenzulernen, ganz am Anfang schön locker, easy auf einfach, um mal zu sehen, wie das überhaupt funktioniert. Und wenn ihr Bock habt und ich Bock habt, dann können wir gerne auch mal auf normal spielen oder ich weiß nicht, wenn dann neuer Content kommt, irgendwie eine Kampagne oder, ne, so, je nachdem. So, KI-Spieler können wir 1 bis 3, machen wir 3. Nee, machen wir 2. So, jetzt müssen wir noch einen Clan auswählen, da kommen noch 2 neue anscheinend demnächst. Wir können jetzt schon wählen zwischen Fenrir, Eiktirniere und Heidrun. Warum ist Eiktirnir denn so schwer auszusprechen? Also Wolf-Clan, Hirsch-Clan, Ziege-Clan. Und die haben alle irgendwie besondere Eigenschaften, wenn ich das sehe. Der Wolf-Clan, aggressiv, freiheitsliebend und ausgesprochen waghalsig. Sie sind auf die Gefahren in Northgard gut vorbereitet. Und gegen ihre Stärke und Beweglichkeit kommen nur die Unverwüstlichsten an. Die haben einen besonderen Anfangsboni, die beginnen mit dem Waffenschmied. Damit haben die Krieger mehr Angriffskraft. Und die militärischen Einheiten verbrauchen weniger Nahrung. Und bei dem Hirsch-Clan kriegen wir am Anfang mehr Nahrung, Holz und Kröns. Also wahrscheinlich Geld. Und wir haben ein neues Gebäude, die Halle der Skalden. Und beim Ziegen-Clan, da beginnen wir mit 3 Schafen. Ach, es ist der Ziegen-Clan, aber wir beginnen mit 3 Schafen. Warum ist es denn nicht der Schaf-Clan? Warum beginnen wir nicht mit 3 Ziegen? Und unsere Clanmitglieder verzehren weniger Nahrung. Aber ich muss sagen, so von dem Boni hier klingt so, als wäre der Ziegenclan am stärksten. Schafe klingt super, ich weiß nicht, was die können, aber die sind bestimmt toll. Und 5% weniger Nahrung zu verbrauchen, ist doch auch eine gute Sache. Weil hier haben wir zwar einmalig am Anfang ein bisschen mehr, aber das bringt uns auf lange Zeit gesehen wahrscheinlich mehr. Also nehmen wir die Heidrun, den Ziegenclan. Gut, zur Farbe Rot würde jetzt Fenrir passen, aber... Ja, gut, damit sind wir jetzt hier in unserer zufallsgenerierten Karte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe natürlich schon mal ein bisschen reingeguckt. Ich will ja nicht komplett unwissend hier reingehen. Zum Beispiel habe ich auch am Anfang einen Fehler gemacht. Wenn ich den jetzt im Projekt gemacht hätte, wäre ein bisschen schade gewesen. Aber das ist ja auch nur so ein kleines Kennenlernspiel. Also, das ist unser Gemeindehaus. Dieses Gemeindehaus ist unser Stadtzentrum quasi, unser Staat. Das generiert neue Dorfbewohner, solange unsere Bevölkerung zufrieden genug ist. Und wir haben jetzt hier so kleine Dorfbewohner und weil wir der Ziegenclan sind, ein paar Schäfchen. Macht keinen Sinn, es sind Schafe, obwohl wir der Ziegenclan sind, aber gut, ist ein anderes Thema. Und wir können jetzt natürlich auch etwas bauen. 3 Sachen können wir am Anfang bauen. Ein Haus, ja, brauchen wir momentan noch nicht. Ein Speerlager und eine Holzfällerhütte. Wir bauen erst einmal jetzt eine Holzfällerhütte. Und jetzt geht also einer von unseren Dorfbewohnern dahin und fängt an, die Holzfällerhütte zu errichten. Ich habe nicht viel gespielt, ja, aber das, was ich gesehen habe bisher, hat mir schon gut gefallen. Und deswegen dachte ich mir, auch wenn das so ein Game ist, was ich per E-Mail zugeschickt bekommen habe, zeige ich euch das mal. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Ich habe ja durchaus einige Leute auf diesem Kanal, die Bock haben auf so Aufbauspiele. Wir haben ja schon einige in diese Richtung gemacht. Und ja, ich finde, es erinnert auf jeden Fall ein bisschen an Banished. Der Grafikstil ist natürlich ein anderer. Aber auch hier brauchen wir, da oben sehen wir es, Nahrung. Ja, ist immer wichtig in solchen Spielen natürlich. Wir haben einen gewissen Verbrauch und wir haben eine gewisse Produktion. Also die Dorfbewohner, die gerade keinen Job haben, die gehen eben Nahrung sammeln. So, jetzt bauen wir hier einen, der Holzfäller spielt. Und dann bauen wir noch ein Speerlager. Holzfäller ist klar, der fängt jetzt an, hier Bäume umzuhacken und produziert eben Holz. Das brauchen wir zum Bauen und als Brennholz. Ja, macht Sinn. Und als dritte Währung quasi haben wir dann noch Geld. Kröns heißen die hier. Keine Ahnung, wer auf den Namen gekommen ist.
Da war eine gewisse Produktion durch unser Gemeindehaus und die Gebäude brauchen noch Unterhaltskosten und so weiter. Und dann gibt es noch so Spezialressourcen Stein und Eisen. Da oben sehen wir unsere Bevölkerung, 4 von 5. Wenn wir das Limit erreichen, brauchen wir natürlich ein neues Haus. Da sehen wir unser Militär, da sehen wir die Forschung. So, jetzt haben wir das Speerlager errichtet. Das Speerlager, da können wir einen Dorfbewohner hinschicken. Der wird jetzt zum Speer. Und mit dem können wir jetzt erkunden, was um uns herum ist. Wir sehen hier unten die Minikarte. Das ist unsere kleine Bauparzelle, auf der wir momentan sind. Und auf diesem kleinen Spielfeld quasi können wir 5 Gebäude errichten. Und haben momentan 1 von 2 Holzfällern aktiv. Wir sehen also, was in diesem Bereich sich befindet. Aber wenn wir unsere Stadt vergrößern wollen, wir brauchen ja neue Ressourcen, wir wollen wissen, was um uns herum abgeht, dann müssen wir erst die Karte aufdecken, weil hier ist noch alles dunkel und mysteriös. Deswegen bauen wir ein Speerlager und der Speer schaut jetzt also hier in die Ferne und guckt also, was da in den umliegenden Gebieten ist. Am Anfang können wir gerne, wenn der jetzt sein Essen weggebracht hat, ja, der ist ein bisschen langsam unterwegs gerade, der Kollege. So, jetzt können wir den auch noch zum Speer machen. Dann kann der da oben zum Beispiel aufdecken und der hier unten, dann geht das ein bisschen schneller, dass man zumindest mal weiß, was um einen herum ist, ja? Den groben Anfang, dass man den zumindest kennt. Und wenn wir es aufdecken, sehen wir auch, was das für ein Feld ist. Das ist zum Beispiel ein Feld, was einen Wald beinhaltet. Steht da unten dran, was das macht. Da können wir mehr Holz produzieren. Unser Clan wächst nicht mehr, er braucht mehr Häuser. Genau, wir brauchen ein Haus. Wir haben nämlich das Limit von 5 erreicht. Wir könnten also mal ein Haus errichten lassen. So, die beiden Felder werde ich jetzt noch aufdecken. Ich will sehen, was da oben und da unten noch ist. Und dann reicht mir das für den Anfang. Dann können die beiden Speer wieder zu was anderem werden. Zum Beispiel zu Holzfällern oder Nahrung sammeln gehen oder so weiter. So, der hat da oben aufgedeckt. Du kannst dann schon wieder Nahrung sammeln gehen. Der hat da unten aufgedeckt. Du kannst das Feld noch aufdecken. Hier haben wir zum Beispiel Steine. Ist auch ganz gut. Brauchen wir auch. Das ist diese Sonderressource. Also es ist, noch lange nicht fertig, würde ich sagen. Das habe ich bisher schon feststellen können. Es ist noch in den Anfangsschuhen, aber was man schon machen kann, gefällt es mir. Es hat was von Banished, es hat was von Siedler. Zum Beispiel haben wir hier unten auch unsere Jahreszeiten. Wir sind jetzt gerade im Juli und sollten uns natürlich auf den Winter vorbereiten. Da hinten kommt der Winter. Im Winter verbrauchen wir mehr Brennholz, weil wir brauchen mehr Nahrung, genau wie bei Banished zum Beispiel. Aber wie die Ressourcen zum Beispiel funktionieren, ist anders. Also es gibt eben diese Spielfelder, die man sich erobern muss. Ich kann da jetzt nicht einfach bauen, sondern ich müsste das erst besiedeln. Das kostet Nahrung. Das Feld hier kann ich zum Beispiel noch nicht besiedeln, weil da Wölfe drauf sind oder ein Wolf. Den müsste ich also erst besiegen. Dafür gibt es hier zum Beispiel ein Schiffswrack. Das kann ich erkunden. Da könnte Geld drin sein und Holz. Also eigentlich ein geiles Konzept, ja? Diese Spielfelder, die verschiedene Optionen haben. Verschiedene Ressourcen oder auch verschiedene Hindernisse teilweise. Wie zum Beispiel jetzt hier auch wieder Wölfe. Und ja, wie gesagt, viel habe ich noch nicht gespielt. Ich wollte aber ein bisschen zumindest reingucken, bevor wir anfangen. Damit ich nicht so ganz ahnungslos reingehe und euch auch ein bisschen was erzählen kann über das Spiel. Wenn wir jetzt wirklich nur ein Video machen sollten, wäre es halt schade, wenn ich dann das Grundprinzip des Spiels nicht gecheckt habe und dann da rumgurke. So, wir besiedeln jetzt mal hier oben das Feld mit dem Waldstück. Aber der Vorteil ist eben, dass da ein Wald ist und da können wir also mehr Holz produzieren, wenn wir da einen Holzfäller bauen. Und das machen wir dann auch gleich. Wir bauen einen Holzfäller dahin. Du kannst mal bauen gehen hier, du hast gerade nichts zu tun. Hier steht jetzt auch, das neue Gebiet wird von Feinden verteidigt, errichtet ein Ausbildungslager und macht einen Dorfbewohner zum Krieger. Und mit dem Krieger können wir dann also hier die Wölfe zum Beispiel vernichten und dann auch das Feld besiedeln. Wir sehen auch hier mit dem roten Umkreis jetzt, wo unser Clan-Gebiet ist, genauso wie auf der Minikarte. Ja, man sieht halt auch schon in den Bauoptionen, das ist noch nicht so sehr umfangreich, das Spiel. Wir haben einmal diese Basic-Sachen hier unten, ne? Verteidigungsturm, ein Heiler, zum Beispiel einen Schafstall können wir gleich auch bauen. Da können wir ein bisschen Nahrung produzieren mit den Schafen, die wir haben. Das ist ja die Besonderheit von unserem Clan. Hier sehen wir jetzt auch, dass die Schafe noch einen anderen Effekt haben. Wenn ihr mindestens ein Schaf in einem Gebiet habt, reduziert sich der Brennholzbedarf im Winter um 20%. Und da wir also hier Schafe haben, haben wir also weniger Brennholzverbrauch im Winter. Und zur Not könnten wir sogar schlachten. Für 80 Nahrung. Also wenn es mal sehr eng wird, könnten wir ein Schaf opfern. Aber wir brauchen die Schafe natürlich. So, der Holzfäller kann jetzt da auch noch mit hin. Der Holzfäller hier wird zum Bauern. Und das hier wird weggerissen. Dann haben wir jetzt den Holzfäller verlagert da oben, wo ein bisschen mehr Produktion ist. So, jetzt würde ich vielleicht mal einen Schafstall bauen. Jetzt muss ich überlegen, wo. Denn neben den Ressourcen, Holz, Nahrung und so weiter, hat man auch noch die Ressource Platz. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Gebiet hier noch hätte, so, und da kann ich maximal 3 hinbauen, hier kann ich maximal 5 hinbauen, da maximal 3.
Wenn ich die alle bebaut hätte und noch keine Krieger hätte, dann wäre ich eingekesselt, weil hier auf das Gebiet kann ich nur drauf, wenn ich einen Krieger habe, um die Wölfe zu vernichten, da oben genauso. Also man muss ein bisschen auch mit der Ressource Platz darauf achten, wo baue ich Gebäude, auf welche Bereiche möchte ich noch andere Gebäude hinbauen. Zum Beispiel gibt es nachher das Nahrungssilo, was die Nahrungsproduktion verbessert. Wenn ich also jetzt zum Beispiel ein Spielfeld habe, wo ich ein Feld habe, das haben wir jetzt hier nicht, und da produziere ich Nahrung auf dem Feld, dann möchte ich da natürlich später noch ein Silo mitten in das Feld bauen, um die Nahrungsproduktion von dem Feld zu verbessern. Das heißt, dann habe ich schon mal zwei Bauplätze verbaut zum Beispiel. Also man muss auch das eben so ein bisschen mit beachten. So, aber wir bauen jetzt erstmal einen Schafstall. Den bauen wir jetzt einfach mal hier in unser Hauptgebiet. Okay, da baut jetzt der eine Kollege schon. Und dann können wir nämlich die Schafe da reintun und mit denen ein bisschen Nahrung produzieren. So, habe ich jetzt habe ich schon viel erklärt. Ich überhäufe euch jetzt mit Wissen. Das ist natürlich wiederum der Nachteil. Wenn ich jetzt ganz blind reingehen würde, könnten wir das zusammen einfach entdecken. Aber ich persönlich mag es lieber, wenn ich ein bisschen was erklären kann schon. Und dadurch, dass ich noch nicht viel gespielt habe, weiß ich auch noch nicht alles. Aber so ein bisschen die Basics habe ich verstanden. Ist auch nicht so schwer zu verstehen, ne? Mit der Nahrung, Brennholz, das kennt man, wenn man Banished gespielt hat, dann weiß man, wie das funktioniert. Man weiß, wenn der Winter kommt, braucht man Nahrung und Brennholz, das macht auch Sinn. Und auch das Prinzip, Karte aufdecken, Karte besiedeln, bauen, das ist alles recht simpel. Das ist nicht allzu kompliziert. Es gibt noch so ein kleines Gimmick. Ein Festmahl. Tue ich den mal eben. Achso, nee, wir bauen jetzt Schafe. Also wir tun zwei Schafe mal hier rein. Dann haben wir immer noch ein Schaf, was diesen Bonus erfüllt mit dem Brennholzbedarf. Und zwei Schafe produzieren aber dann hier in dem Stall jetzt Nahrung für uns. Also es gibt noch so ein kleines Gimmick, das Festmahl. Das können wir aktivieren, das kostet Nahrung. Ja, ist ein Festmahl, macht Sinn. Und das verbessert dann kurzzeitig die Produktion. Können wir also jetzt zum Beispiel mal aktivieren für 100 Nahrung. Und dann steigt die Zufriedenheit, die Brennholzproduktion steigt, die Geldproduktion steigt. Also damit können wir kurzzeitig uns einen Boost verschaffen, aber müssen eben Nahrung dafür bezahlen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen eine Wissensstufe erreicht. Jetzt müssen wir mal schauen. In Northgard entdecktes Wissen hilft euch dabei, den Wissensstand eures Clans zu erweitern. Können also forschen. Drei Möglichkeiten haben wir. Entweder wir verbessern unsere Holzfäller, dann produzieren die mehr. Oder wir verstärken unsere militärischen Einheiten. Haben wir noch keine. Insofern macht das jetzt am Anfang noch nicht so Sinn. Oder wir verbessern unsere Krönnenproduktion. Ich liebe diesen Begriff Krönns. Unser Geld. Auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, am Anfang ein bisschen mehr Holz kann nicht schaden. Wir bauen momentan viel, also eure Holzfäller produzieren 15% mehr Holz. Und dann steigen wir also hier in diesem Forschungszweig auf. Wir könnten jetzt bei 100 Wissen entweder hier weitermachen oder auch hier unten weitermachen. Und dann gibt es hier noch so Segen, die erreichen wir, wenn wir 6 Stufen erforscht haben. So, ich wiederhole mich natürlich, das weiß ich, ja. Aber, wie gesagt, es ist noch nicht ganz fertig. Also, man sieht, was das Spiel will, wo es hin will. Es fehlt vielleicht noch ein bisschen der Umfang, aber das muss man dann sehen, auf lange Zeit gesehen. Der Banish war auch irgendwann der Drill so ein bisschen weg, ja. Ist immer die Frage, wie es diese Spiele schaffen, einen auf lange Zeit gesehen zu motivieren. Dann bauen wir doch noch ein Haus. Und dann sollten wir auch langsam ein Ausbildungslager bauen, denn es wird jetzt mit dem Platz schon eng. Da kann ich es zum Beispiel schon nicht mehr hinbauen. Und das brauchen wir, um Militär herzustellen. Und Militär brauchen wir, um überhaupt mal die Wölfe loszuwerden. Aber wir können natürlich das Gebiet hier noch besiedeln, weil da sind keine Feinde drauf. Das heißt, das dürfen wir uns einfach nehmen mit Nahrung. So, ich glaube, wir werden jetzt angegriffen, oder? Oh ja. Der Wolf hier, der ist abtrünnig, der traut sich auf unser Hoheitsgebiet, will unsere Schafe reißen. Jetzt rennt unser ganzes Dorf dahin und verprügelt den armen Wolf und wehrt ihn erfolgreich ab. Jetzt haben wir zum Beispiel diesen einen armen Kerl hier, der sich aufgeopfert hat, den Wolf zu bekämpfen. Der ist jetzt verletzt und dadurch, dass er verletzt ist, sinkt seine Produktivität. Können wir jetzt gerade erstmal nichts gegen machen? Bräuchten wir nämlich einen Heiler für, haben wir noch nicht. Insofern vorerst nichts zu machen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben Nahrungsproduktion über die Schafe. Wir haben Brennholzproduktion, wir haben ein Speerlager. Wir können auch mal wieder jemanden spähen lassen langsam. Wir haben gleich ein Militärlager. Also, was wollen wir machen? Hier unten haben wir zum Beispiel eine besondere Ressource, Steine. Das ist eine sehr wichtige Ressource, braucht man. Mit den Steinen kann man Gebäude aufwerten. Steht da zumindest. Ja, Stein kann zur Aufwertung eurer Clan-Gebäude verwendet werden. Dafür brauchen wir ein Bergwerk. Können wir also mal dahin bauen. Können wir mal den verletzten Kerl nehmen, der hat ja eh eine versenkte
eine gesenkte Produktivität. Und jetzt würde ich mal ein Festmahl organisieren, weil wir sind am Nahrungslimit. Und den Kollegen hier haben wir jetzt zum Krieger gemacht. Das kostet uns 20 Kröns. Dadurch, dass wir nur eine Produktion von 3 haben, ist das also relativ teuer. Und dieser Krieger könnte zum Beispiel da oben den Wolf besiegen gehen. Ich glaube, das müsste der hinkriegen. Ein Krieger gegen einen Wolf. Wir haben ja eben gesehen, unsere Dorfbewohner kriegen das auch alleine hin, aber... Die kann ich da nicht hinschicken zum Angreifen, sondern das kann nur der Krieger. So, der verkloppt jetzt also den armen Wolf. Und damit ist jetzt auch unser Krieger verletzt. Der bleibt jetzt auch verletzt, bis wir eine Heilerhütte haben. Aber wir können jetzt das Gebiet hier besiedeln. Weil das jetzt von Feinden natürlich geklärt ist. Der kann jetzt mal im Bergwerk arbeiten gehen, der auch. Dann haben wir 2 im Bergwerk, die Stein abbauen. Das Gebiet gehört jetzt auch uns. Wir sehen also auf der Minikarte, wie wir uns hier vergrößern. Und jetzt können wir den Speer nehmen. Wo ist er denn? Jetzt finde ich ihn gerade nicht. Dann klicken wir ihn hier rüber an. Da ist er. Der kann jetzt mal da hinten plündern gehen. Der Speer kann nämlich auch Schiffswracks und Ruinen und so weiter durchsuchen. Und dann findet er da möglicherweise Ressourcen drin. So, die beiden Kollegen hier kloppen den Stein. Jetzt haben wir also schon 2 Steine. Wir sehen, diese Ressource hat jetzt noch 38, also insgesamt 40. Stein brauchen wir, wie gesagt, zum Upgraden. Wir können nämlich fast alle Gebäude einmal aufwerten. Und man nimmt sich natürlich auch Ressourcen weg, wenn wir jetzt andere Clans auf der Karte haben. Oh, da oben sehen wir zum Beispiel schon einen. Hier sehen wir so einen leichten grünen Rand auf der Minikarte. Das heißt, da ist der grüne Clan irgendwo da hinten. Haben wir natürlich noch nicht ganz aufgedeckt. Aber wenn der jetzt theoretisch hier auch wäre und sich das Gebiet schnappen würde und den Stein abbauen würde, dann hätten wir ihn nicht mehr. Insofern, man nimmt sich auch gegenseitig Felder weg und man nimmt sich natürlich auch gegenseitig Ressourcen weg. Der Speerkollege... Oh, es gibt Berichte von Erdbeben. Ein schweres Erdbeben würde unseren Gebäudebestand stark gefährden. Es sei denn, wir lagern Holz, um schnelle Reparaturen durchführen zu können. Ja, wir haben genug Holz auf Lager, insofern können wir nochmal ein Festmahl organisieren. So, was brauchen wir jetzt momentan? Wir haben Holzfäller, wir haben ein Ausbildungslager, Schafstall. Eine Heilerhütte könnten wir schon bauen. Ich bin aber eher für einen Handelsposten. Am Handelsposten können wir Händler einstellen. Das ist eigentlich alles, muss ich alles gar nicht erklären. Das erklärt sich alles von alleine. Und die Händler produzieren dann eben Währung. Dann haben wir nämlich alle 3 Ressourcen in Produktion. Das ist also ganz gut. So, was war das jetzt gerade für ein Geräusch? Achso. Unsere Speer haben ein Schiffswrack geplündert. Wir haben folgendes erhalten. 200 Holz und 100 Kröns. Oh, das ist super. Da hinten haben wir noch ein Gebiet mit Rehen. Auf dem Gebiet mit den Rehen können wir zum einen Stein abbauen und Nahrung produzieren. Deswegen würde ich mir das mal schnappen. Eine Jagdhütte, dann können wir die Rehe nämlich auch jagen und dann kriegen wir Nahrung. Also ein Bauer oder ein Dorfbewohner geht da mal hin. Wir haben eine Forschungsstufe freigeschaltet. Wir können jetzt machen, dass wir mehr Erze gewinnen. Wir können machen, dass wir weniger Nahrung verbrauchen. Wir können machen, dass wir Handelsrouten erstellen können und mehr Kröns produzieren. Aber ich würde sagen, wir senken einfach mal den Nahrungsverbrauch. So, der Handelsposten ist fertig. Dann können jetzt also welche zum Händler werden. Die produzieren dann hier Kröns. Wir sind nämlich momentan bei den Kröns in einem Minus. Oh, da wird irgendwo gekloppt. Irgendwo gab es da gerade... Oh, jetzt kommt ein Wolf zu uns. Der Krieger muss schnell zur Hilfe kommen. Sonst wird uns nämlich der Bergarbeiter hier abgehackt. So. Und ihr beide könnt jetzt hier mal zum Jäger werden. Jetzt haben wir hier also auch eine Jagdhütte. Die beiden gehen jetzt die Rehe schießen. Also er hier sowieso schon. Und wir brauchen schon wieder mehr Häuser. So, wir könnten jetzt unser Gemeindezentrum oder unser Gemeindehaus aufwerten. Wir haben ja eben gesagt, wir brauchen Stein zum Aufwerten. Wir haben jetzt 18 Steine angesammelt. Wenn wir das Gemeindehaus aufwerten, erst dann schalten wir im Endeffekt diese fortgeschrittenen Gebäude frei. Die können wir erst dann bauen. Und für das Aufwerten ist relativ teuer. Wir haben natürlich jetzt Glück gehabt durch dieses Schiffswrack. Aber 100 Holz, 50 Kröns und 10 Steine sind nicht günstig. Aber ich würde sagen, wir werten jetzt mal unser Gemeindehaus auf. So, das ist das Stufe 2. Und damit können wir jetzt also auch hier diese fortgeschrittenen Gebäude bauen. Wir haben Kontakt hergestellt mit Jötnar. Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Oh, da unten sind Jötnar. Hat unser Speer jetzt ein Jötnar-Lager aufgedeckt. Jötnar sind für gewöhnlich friedlich. Wenn ihr genug Nahrung mit ihnen tauscht, schließen sie euch vielleicht an. Das wäre natürlich gut, wenn die sich uns anschließen. Dafür müssten wir eine Handelsroute erstellen für Nahrung. Aber wir haben Handelsrouten noch gar nicht erforscht, deswegen
Haben wir die Option momentan gar nicht. So, jetzt haben wir also eine gute Nahrungsproduktion. Wir können nochmal ein Festmahl organisieren. Ah, und da kriegen wir einen neuen Titel. Tarnel. Schmaus erhöht den Produktionsbonus eurer Festmänner auf 30%. Die Nachricht von eurem Erfolg als Anführer hat andere Clans erreicht und ihr habt eine neue Fähigkeit erlernt. Das finde ich natürlich super. Hier sehen wir unseren Ruhm und wo der herkommt. Teilweise von unserem Gebiet, teilweise von den Festmännern, die wir organisiert haben. Durch das Wissen, was wir entdeckt haben, durch Gebäude. Und den nächsten Titel würden wir zum Beispiel bei 500 Ruhm erreichen. Und hier sehen wir auch die anderen Clans. Die haben wir zwar noch nicht entdeckt, aber wir sehen zumindest, wie viel Ruhm die haben. Der Grüne ist schon bei 240. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es verschiedene Siegbedingungen. Zum Beispiel kann man über Ruhm gewinnen. Dafür müssten wir 12 Gebiete besiedeln, 1000 Ruhm haben und den Altar der Könige errichten. Man kann aber auch gewinnen, denke ich, militärisch zum Beispiel. Vorherrschaftssieg, wenn wir die anderen beiden Clans beide besiegen, haben wir auch gewonnen. Oder gibt es noch eine Gewinnmöglichkeit? Genau, über Handel können wir auch gewinnen. Dafür müssten wir 7000 Kröns ansammeln. Oh Gott, jetzt kommt das Erdbeben. Oh nein, unsere ganzen Hütten brennen. Ein Erdbeben hat 5 unserer Gebäude beschädigt. Wir müssen sie schnell reparieren. Na gut, 55 Holz haben wir. Alle wieder repariert, Glück gehabt. Also, ihr könnt euch natürlich so ein bisschen vorher überlegen, wie wollt ihr gewinnen. Über Handel, über Militär, über Ruhm. Und dann kann man natürlich versuchen, alles in diese Richtung zu pushen. Und damit gewinnen. Man kann sogar mit Weisheit gewinnen. Noch eine Siegmöglichkeit. Dafür müssen wir alle 4 Segen der Götter kriegen. Also ganz verschiedene Gewinnstrategien. Ich habe keine Ahnung, welcher am besten ist. Ich habe noch nie ein Spiel durchgespielt. Insofern, ich weiß nur, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und das ist auch schon mal eine coole Sache. Kann man sich überlegen, wie man gewinnen will. So, jetzt warte ich im Endeffekt auf die nächste Forschung, damit wir hier eine Handelsroute erstellen können, damit wir mit den Jötun hier unten auch in Nahrung handeln können. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Zum Beispiel hier oben kann ich nur 2 Gebäude bauen auf diesem Feld. Ein Gebäude ist natürlich unsere Jagdhütte. Ein anderes Gebäude wäre natürlich ein Steinbruch. Und dann kann ich aber zum Beispiel hier kein Nahrungssilo mehr bauen. Achso, wir haben auch Schafe bekommen übrigens. Können wir mal abziehen hier. Die waren auch auf dem Gebiet da oben. Na, dann bauen wir noch einen Schafstall da unten hin. So, im Winter haben wir natürlich einen höheren Verbrauch an Nahrung. Aber wir sind eigentlich bei den Ressourcen gerade sehr gut aufgestellt, muss man sagen. Das Festmahl wird mit jedem Benutzen teurer. Insofern, jetzt wird es uns schon 500 kosten. Und 500 ist momentan alles, was wir haben. Deswegen kein Festmahl momentan. So, jetzt haben wir die nächste Wissensstufe. Dann würde ich den Handel mal freischalten. Das erhöht unsere Krönproduktion und ermöglicht uns, Handelsrouten aufzubauen. Und wir werden jetzt Nahrung handeln mit den Jötnar. Damit sollte sich jetzt unser Verhältnis im Laufe der Zeit mit denen verbessern. Ich hoffe es zumindest. Weil die sehen ja sehr stark aus. Und wenn die mit uns kämpfen... Oh, wir stehen unter... Ah, okay, ein Wolf. Alles gut. Ich dachte, es wäre irgendwas Großes. Nur ein Wolf. Unser Speer wurde auch verletzt. Der deckt jetzt weiter die Karte auf. Da sehen wir also, da hinten sind noch mehr Gebiete mit Wölfen. Generell alles um uns rum. Hier sind zum Beispiel noch andere Gegner. Draugur. Alle Gebiete um uns rum müssen wir es freikämpfen, wenn wir da wohnen wollen. Insofern sollten wir mal ein bisschen Militär vielleicht aufbauen. Machen wir mal ein paar Soldaten hier. Und wir können natürlich auch unser Ausbildungslager verbessern. Oh, wir werden angegriffen. Von einem Drugur oder Draugur. Der traut sich hier auf unser Gebiet. Ja, jetzt ist er tot. Hat er jetzt davon. Ah, okay. Der Steinbruch ist jetzt leer. Der Stein ist komplett abgebaut. Wir haben jetzt noch 30 auf Lager. Das heißt, den können wir abreißen. Dann haben wir wieder einen Bauplatz mehr. Und die beiden können wieder hier arbeiten gehen. Und einer von denen kann jetzt mal bitte eine Heilerhütte bauen. So, 3 Krieger haben wir. Mehr kann ich momentan nicht haben, aber wir können unser Ausbildungslager natürlich verbessern. Dann können wir nämlich 2 Soldaten mehr haben. Und theoretisch könnten wir auch einen Kriegshäuptling anheuern, aber dafür fehlt uns Eisen. Das haben wir momentan noch nicht. Eisen kann man genau wie Stein auf so Feldern finden, aber wir haben noch kein Eisen gefunden bisher. Du wirst zum Heiler. Der Heiler sammelt Kräuter und heilt verletzte Einheiten. Zum Beispiel jetzt den Krieger. So, das ist jetzt unsere kleine Armee. 5 Soldaten, mehr können wir momentan nicht haben. Und mit denen werde ich jetzt mal das Gebiet hier mit den Wölfen freikämpfen. Ein unbekannter Clan hat Folgendes entdeckt. Magmastrom, übernehmen wir die Kontrolle, um zu siegen. Schau ich gleich nach, wir müssen erstmal die Wölfe besiegen. Damit ist das Gebiet freigekämpft. Und das können wir jetzt also hier
besiedeln. Und da unten die Draugur können wir auch mal bekämpfen. So, hier haben wir nochmal Steine auf dem Gebiet. Schauen wir mal, ob die das hinkriegen, die Draugur zu besiegen. Oh, ich glaube, es wird eng. Naja, okay, sie sollten es hinkriegen. Aber wir haben auch schon einen verloren, oder zwei sogar. Krasse Sache. Dafür können wir jetzt das Gebiet besiedeln. Und das Gebiet ist gut, das war ja auch schwer bewacht, weil hier gibt es Eisen. Und nebenbei noch eine Gruft. Gehen wir nochmal rum, wenn wir das besiedeln hier. So, wir stehen unter Angriff. Da oben kommt ein Draugur in unser Gebiet. Müssen wir verteidigen. Also je größer unser Herrschaftsgebiet wird, und das hat ja jetzt schon einige Felder, desto öfter werden wir natürlich irgendwo angegriffen, müssen verteidigen. Desto schwieriger wird das alles zu managen. Aber das Gebiet haben wir erstmal verteidigt hier. Gut, dann würde ich ein Bergwerk bauen hier unten. Damit wir hier den das Eisen abbauen können natürlich. Und dann würde ich jetzt auch erstmal Schluss machen für heute. Ich denke, das Video hier hat gereicht, um einen kleinen Einblick zu geben. Ich hoffe, ich war nicht jetzt zu sehr erklärend. Weil ich habe natürlich schon viel euch erklärt, wie das alles funktioniert und so. Aber das macht es auch für mich selber ganz gut. Dadurch, dass ich selber noch nicht viel gespielt habe, erkläre ich das gleichzeitig auch nochmal mir selber. Und wir haben natürlich jetzt erstmal, spielen wir jetzt auf einfach. Ich denke mal, auf normal oder schwer kriegen wir dann vielleicht auch mal Besuch von Kriegern relativ früh oder sowas. Oder wir brauchen mehr Nahrung oder ein bisschen besser managen. Oh, unser Speer ist tot. Möge er in Frieden ruhen. Aber ich denke, ihr habt das Grundprinzip verstanden, ja? Ressourcen, ausbauen, kämpfen, erforschen. Also ich finde es bisher sehr cool. Wenn ihr Bock habt auf mehr, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da, dass ich Bescheid weiß, ihr habt Lust auf mehr. Und wenn ich sehe, dass Interesse da ist, mache ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu Northgard, ein E-Mail-Game. Ja, und wenn kein Interesse ist, dann war es das vielleicht auch schon wieder. Beta oder so gibt es auf Steam auch. Weiß ich nicht, was es kostet und ob es das Geld wert ist. Ich habe jetzt halt nichts bezahlt dafür. Aber das war es erstmal dazu von mir. Euch einen schönen Tag und bis bald vielleicht. Euer Walle. Bye, bye.